Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Candy and Toy Store Simulator. So, wir müssen ab in den Laden, alles wieder auffüllen. 600 haben wir. Dann lass mal gucken, dass wir hier alles wieder auffüllen. Einkaufen. Von denen hatten wir noch so viel, ne? Dann lass mal kaufen. So, dann hatten wir Verkaufsautomaten. Muss ich da irgendwie was reinfüllen? Gucken wir uns das mal an. So. Da gibt es neue Küchlein. Dekoration, Geschirr, Lager. Was ist denn? Ich will hier jetzt nicht drauf drücken. Ja, das weiß ich. Ich dachte, da wird mal erklärt, was das sein soll. Okay, wir machen jetzt hier erstmal, wir füllen jetzt hier erstmal auf. So, den stellen wir mal, ob wir den mal an die Kasse stellen. Obwohl, das ist ein bisschen doof, ne? Warte mal. Den stellen wir mal hier in die Ecke. So. Nachfüllen. Füllstand 100%. Achso, okay. Ach, das sind Jelly Beans. Ah, okay. Du kommst hier hin. La la la. Wenn man mal aufnimmt, wie oft ich bei Türen irgendwie hängen bleibe oder gegenrenne, kann man, glaube ich, schon ein ganzes eigenes Video füllen. Kann ich das hier eigentlich auch? Aber hier kann ich keine Preise festlegen, so wie es aussieht. Lalala. So, die süßen Kätzchen. Die süßen Kätzchen. Nur die. So. Dann machen wir mal auf, ne? Ups. Miep, miep. Miep, miep. So, ich habe es erst geschafft, um 10 Uhr aufzumachen. Das ist natürlich ein Vorteil. Also das war beim Supermarkt-Simulator ein Vorteil. Und auch bei dem Closing Store, dass man erstmal alles in Ruhe auffüllen konnte, bevor der Laden dann auf war. Und so werde ich dazu tendieren,
In vier Ebenen kann ich ja einen Kassierer einstellen und dass ich dann alles auffülle. Ich will immer mit der an der Kasse immer mit der Maus klicken, aber das ist auch mit E. So. Jawohl. Mal sehen, wie weit ich überhaupt noch klarkomme mit Regalen. Ich muss dann bestimmt auch bald ausbauen. Ich weiß aber nicht, wo der ausbaut dann, ne? Dass hier wieder ein Viereck ist und wie groß ist ein Viereck? So Leute, kauft mal, ne? Dass ich hier die Ebene, dass ich im Level steige. Na komm. Na, so. Jawohl, so. Da geht jemand an den Süßigkeitenautomat. Super. Also der funktioniert auch. Oh, was war das? Hat das bei euch auch gehalten? In der Aufnahme auch so? Kaufen Sie jetzt. Level 12. Okay, ich brauche für den Kassierer Level 15, ne? Komme. Okay. 2 Stunden haben wir offen. Sagen wir mal, ja, 2 Drittel sind leer gekauft. Ah, okay. 734. Geht so langsam aufwärts mit unseren Einnahmen. Gott sei Dank kriegen wir hier noch keine Rechnung, ne? So für Strom und Miete. Jawohl, schlagen Sie mal zu. Aber diese Süßigkeiten im Karton sind nicht so beliebt, die gehen nicht so. Das andere geht besser und die Kätzchen da oben gehen auch nicht so gut. Im Gegensatz zu den anderen Sachen, die schon leer gekauft sind. Aber wenn nichts mehr da ist, nehmen sie auch das. Weiß gar nicht, wie das hier ist, wenn man hier Lizenzen kauft,
Ob das dann auch ist wie bei den anderen Spielen, dass die dann nach den Produkten verlangen. Aber das habe ich eigentlich am Anfang nicht festgestellt, Gott sei Dank. Der Automat geht auch gut. Da hat der nur Jelly Beans geholt. Das kann sein. So macht man das Regal da leer. Jawohl. Jawohl. Jetzt höre ich bis hier dieses Klack-Klack von dem Rattern von dem Automaten. So kommt die letzten Sachen, werden wir doch auch noch los hier. Fast ausverkauft. Ich glaube, der hat das letzte aus dem Regal. Ja. Dann machen wir gleich zu. Und dann gucken wir mal. So. %16, alles klar. So, dann ist der wieder voll. Dann wollen wir erstmal alles kaufen. Gibt es noch Soda-Getränkemaschine? So, was sind denn die nächsten Lizenzen? Hier ist mein Laden. Lizenz. Das sind nochmal drei Kuscheltiere. Und hier sind nochmal drei Küchlein. Hier, hat der ein Bier in der Hand? Guck mal. Und dann machen wir nochmal zwei Regale. Und die Zitrone ist das jetzt. Apfel, Zitrone, ah, okay. Bestellung, so. Und dann hatten wir noch mal einen Verkaufsautomat. Den kriege ich jetzt auch noch hin. Okay, so. Wir investieren hier richtig. Hier wird alles sofort reinvestiert. Jip, ja, ich komme. So, dann haben wir hier noch mal die neuen Regale. So. Und dann haben wir hier. So, wo packen wir dich denn hin? Haben wir hier Platz? Komm, wir packen dich erstmal hier hin. Ach, das ist vor dem Open-Close-Schild, ne? Aber trotzdem hier an der Kasse. Komme ich denn hier noch dran? Ja, doch, gerade so. Stehen die ja hier an der Kasse und denken sich, ach, könnt ihr ja noch mal, was gibt's denn hier? Vanille-Cola, Sherry-Cola,
Zitronencola, Limettencola, viel Cola, Sugarpucker, Face Melt, Ginger Ale und Grape Punch. Okay. So, dann füllen wir mal auf. Ich und Türen, wir werden keine Freunde mehr öffnen. Das ist jetzt unglaublich. So, komm her. Hier ist Gebrumm, ist aber ein bisschen nervig, muss ich sagen. Das Kätzchen, das andere Kätzchen. Die anderen Verkaufsautomaten werde ich hier gar nicht mehr rein. Vielleicht hier an, außer ich stelle sie hier ans Fenster, ne? Ein bisschen blöd ist. Aber das nächste war sowieso, glaube ich. Dingens. Küchlein. Die müsste ich da ja dann in das Kuchenregal noch reinkriegen. Hier passen noch 1, 2, 3, 4 rein. Will ich weghaben. Nein, so nicht. Aber gut zu wissen. Also überschreiben kann ich das nicht hier, ne? Da muss ich was anderes reintun, okay. Wichtig für die Lageristen später. Das dauert jetzt schon mit dem Nachfüllen. Ich muss gleich mal gucken. Auch ein Frosch. Der hat tatsächlich ein Bier in der Hand oder so, wie es aussieht. Also, dann müssen wir hier noch die Preise anpassen. 3,5. 3,5. Und das ist schon 3,6. Dann machen wir hier mal 4,0. So. 1, 2, 3 Küchlein passen hier noch ein, weil ich habe hier noch Automaten. So, warte mal, ich will mal gucken. Personal kann ich die ersten Auffüller einstellen mit 30. Und Automaten haben wir noch. Name. Das sieht aus so nach Getränken und so und das auch. Aber da werde ich hier keinen Platz haben. Da, die sehen groß aus. Und die nächste Lizenz sind Küchlein. Und die passen dann wahrscheinlich da genau rein. Und hier muss ich dann wahrscheinlich erstmal den Laden erweitern. Ach so, wir haben hier nur Hai. Oh, guck mal, was hier so ein Tintenfisch.
Hier steht einfach eine Runde. Was habe ich denn hier noch drin? So, okay. So, dann machen wir mal auf. Wie sieht denn das aus von draußen, wenn der Automat davor steht? Der fast wie gewollt, ne? So mit schwarzem Hintergrund. Ein Automat würde ich vielleicht hinkriegen, aber... Und hier würde ich ja noch Regale hinmachen. Schauen wir mal. Bam, 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 bam. So, Leute, 3 Stunden, dann ist Feierabend. Dann lasst mal gucken. Wie gesagt, am idealsten wäre ja, ne, den ganzen Tag einmal auffüllen. Die Nacht läuft leider schnell durch. Sonst hätte ich gesagt, ich fülle nachts auf, aber das geht auch nicht. Braucht dann wirklich einen Kassierer und ich fülle dann hier nebenbei auf. Und mit Auffüllern und Lager ist das dann noch besser. So, noch 2 Level, dann können wir den Kassierer holen. Der sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter, ne? So ganz leicht. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Damit ich es Ihnen versüßen kann. So. Sowas wie Möbel, also Lampen und sowas konnte man ja nicht kaufen und wie gesagt auch keine zweite Kasse. Jawohl. Ach so, ich habe die Automaten gar nicht geleert vom Geld, ne? Das konnte ich ja machen. Dem ist es zu teuer, aber wenn das mal einer zwischendrin ist, ist mir das völlig schnurz. So, jetzt lass mal gucken. Ich konnte doch hier... Kauf doch mal sammeln. Ah, okay. Ah, okay, so ist das. Ich weiß nicht, ob die sich mit dem Tag-Nacht-Modus hier einen Gefallen getan haben, wenn der jetzt dazu gekommen ist. Dann hätten wir zumindest die Lampen mal so ein bisschen heller machen können, oder? So. Das, das, das.
Der Tag ist zu Ende. Ach, das ist 8 Uhr sogar. Ach, ab 8 Uhr rattert schnell. Deswegen. Also von 8 bis 8. Gut, dann kassieren wir die hier noch ab, die noch da sind. Dann machen wir zu. Und hier zu. Oh. Ich will die Tür zumachen. Geht das nicht? Ich kann die Tür nicht mehr zumachen. Gut, dann bleibt sie auf. Okay, ihr Lieben, dann gehe ich schlafen, speichern und dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.